Der Thorsten Klinkner nennt sein Unternehmen Unternehmerkompositionen. Also er beschäftigt sich mit den Einheiten, mit den Parametern der Musik in seiner Unternehmung, um transparent zu machen, wie Dinge so funktionieren können. Und wir haben diesen Tag auch durchkomponiert. Und um jetzt der postprandialen Müdigkeit was entgegenzusetzen, kommt jetzt die Frau Utermann, um sie aufzumischen. Denn die Frau Professor Utermann ist Psychologieprofessorin und heute früh im WDR sagte der Redakteur: Ja, Mensch, wie machen Sie das denn, wenn Sie in einen Nachlass kommen? Und dann ist der Anwalt da und dann ist der Sachverständige da und kommen Sie dann mit dem Psychologen? Und ich hatte Lust zu sagen, nein, ich komme mit dem Rettungswagen. Und also man führt sie dann ein bisschen anders ein, dass sie sich beruflich damit beschäftigt, im Mittelstand Transformationsprozesse zu begleiten. Und heute erfahren wir etwas aus ihrem bunten Kenntnisschatz, wie sie dahin kommt, zu wissen, wie wir alle ticken. Jetzt geht's los. Nein. Nein. Jetzt. Ich freue mich sehr auf dich, Angela. So angekündigt zu werden, ist eine mittlere Bürde, fast wie Erbe, ne? Also, ich fange jetzt einfach mal an und gucke mal, wie die Reaktion dann von Ihnen ist. Ich sage Ihnen schon voraus, ich werde länger sprechen, weil ich das in 20 Minuten nicht schaffe, aber ich denke, in einer halben Stunde kriege ich das hin. Ist abgesprochen, von daher lege ich los. Zentrale Frage des Symposiums war ja: Wie sind Nachlässe gut für den Moment aufzustellen, in dem ein charismatischer Lenker wegfällt? In Verbindung zu meinem Thema Erbe, Geschenk oder Sprengstoff fokussiere ich ausschließlich auf zentrale Faktoren des Misslingens. Ich schließe aber natürlich das Gelingen ausdrücklich nicht aus. Also, was sind die Bedingungen, die Erbe zum Sprengstoff werden lassen? Und das auch bei über 60-Jährigen. Dazu 5 Thesen. Konflikte beim Erben sind durch die Aktivierung und Reinszenierung dysfunktionaler Beziehungsmuster aus der Kindheit des Erben und der Erblasser determiniert. Zweitens, Konflikte sind darüber hinaus durch die mangelnde Mentalisierungsfähigkeit und Bereitschaft bedingt. Mentalisierung jetzt hier erstmal grob definiert als die Fähigkeit, sein Gegenüber wirklich zu begreifen. Drittens, die mangelnde Mentalisierungsfähigkeit und Bereitschaft hat mit der häufig beim Erblasser vorliegenden narzisstischen Persönlichkeitsakzentuierung zu tun. Es geht ja um den Erblasser, den Kunstsammler, den Unternehmer, den Künstler. Viertens, diese narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung aktiviert einen Grundkonflikt, der bei einer gelungenen Persönlichkeitsentwicklung intrapsychisch gelöst wird, hier aber auf Erblasser und auf Erben ausgespalten wird. Und zwar geht es um den Grundkonflikt zwischen Kontrolle, sprich Beherrschen, und Unterwerfung. Fünftens, die in den Thesen 1 bis 4 genannten Probleme tragen dazu bei, dass es bei der Beratung durch Externe zu speziellen Problemen kommt. Kurz zur Ausgangslage. Auf dem Buchmarkt finden Sie seit knapp 20 Jahren eine Vielzahl von Publikationen zum Thema Erbkonflikte. Die eine Fraktion ist, wie sich das Erbe möglichst konfliktfrei auf der rechtlichen Ebene und steuerrechtlichen Ebene übertragen lässt oder vererben lässt. Noch umfangreicher vertreten ist die unterhaltsame Sparte, in der von konflikthaft misslungenen Vererbungsprozessen berichtet wird. Es wird dabei eindrucksvoll vermittelt, dass auch bei aufwendiger rechtlicher und steuerrechtlicher Beratung langwierige und auch sehr teure Erbauseinandersetzungen nicht zu vermeiden waren. Die Quintessenz lässt sich in etwa so zusammenfassen:
Die meisten Fehler bei der Erbfolge liegen im menschlichen, also im psychologischen Bereich, und das wissen Sie ja schon. Also, trotz so viel konstruktiver, rationaler Anweisungen lassen sich irrationale und in der Regel unbewusste Prozesse nicht ausschalten. In 20% der Erbfälle, so nach einer Studie, die die Deutsche Bank in Auftrag gegeben hat, veröffentlicht letztes Jahr, kommt es in 20% der Erbfälle zu Streitigkeiten, Tendenz steigend, je höher der Nachlass. Und Anlässe, sich zu zerstreiten, gibt es genug. Bevorzugungen, Benachteiligungen, unterschiedliche Vorstellungen von Erblasser und Erbe, was wer verdient. Natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen, wie mit dem Erbe umgegangen werden soll. Was passiert jetzt in diesem Prozess? Ich zitiere dazu aus dem Handbuch des Fachanwalts für Erbrecht. Finde ich toll, dass es ein Anwalt so formuliert oder Anwälte. Zitat: Erbrecht entfesselt Triebe, Gewalten und Leidenschaften. Zitat Ende. Und zwar auch deshalb, weil der letzte Wille des Erblassers vom Erben meist auch als Antwort auf die Frage verstanden wird: Wurde ich eigentlich wirklich geliebt? Also, Erben entfesselt Triebe, Gewalten, Leidenschaften, die im Unbewussten schlummerten. So ist es dann auch folgerichtig, dass in der Literatur das Unbewusste und seine Bedeutung betont wird. Allerdings ohne sich dann weiter damit zu befassen, und das will ich jetzt tun. Kurz zu dem, was mit Unbewusstem gemeint ist, sozusagen passend zum Thema, möchte ich das klar machen an der umgangssprachlich sogenannten Freudschen Fehlleistung, die immer wieder mal bei Beerdigungen vorkommt. Statt einem herzlichen Beileid wird tief bewegt herzlicher Glückwunsch ausgesprochen. Es macht sich also bisher unterdrücktes seelisches Material bemerkbar, das bisher im Unbewussten gehalten wurde. Etwas Ähnliches passiert beim Erben und Vererben. Dazu meine erste These. Verdrängte, verleugnete oder auch wie immer vom Bewusstsein ferngehaltene, also abgewehrte, problematische Beziehungsmuster aus der Kindheit werden im Erbfall aktiviert und reinszeniert, also neu aufgelegt. Anhand der Vielzahl von individuellen, misslingenden Fallgeschichten zeigt sich, wie die früheren Beziehungserfahrungen aus der Kindheit der Erben Erbkonflikte determinieren. Das müssen Sie ja nicht mitkriegen jetzt. Perfekt. Danke. Es wiederholen sich in der Erbsituation frühere Benachteiligungs- und Enttäuschungserfahrungen. Es reinszenieren sich frühere Entwertungs- und Demütigungserfahrungen. In diesem Zusammenhang sind in der Kindheit Gefühle von blinder mörderischer Wut, Gier, Neid, Eifersucht, Missgunst, aber auch erbarmungslosen Rache- und Vergeltungswünsche entstanden. Damals konnten diese Wünsche und Impulse aufgrund der kindlichen Abhängigkeitssituation nicht geäußert werden. Sie wurden über entsprechende Abwehrmechanismen unbewusst gemacht. Jetzt geht's. Diese ins Unbewusste gebrachten, verpönten Gefühle, sind ja verpönte Gefühle, Gier, Neid, Eifersucht, ne, steigen nun in emotional bedeutsamen Situationen, und das ist die Erbsituation in jedem Fall, auf. Die Emotionen schießen mit solcher Heftigkeit nach oben, dass sie nicht mehr abgewehrt werden können, also im Unbewussten gehalten werden können, sondern sie dringen mehr oder weniger ins Bewusstsein und werden dann im Konflikt, im Streit bis hin zur gerichtlichen Auseinandersetzung ausagiert. Die in der Erbsituation entstehende Gier, Neid, Missgunst, Rache und Vergeltungswünsche stehen also im Zusammenhang mit früheren Enttäuschungen. Und zwar Enttäuschungen der kindlichen Sehnsüchte nach Halt, Spiegelung, Wertschätzung, Bevorzugung, Unterstützung und so weiter. Nur, dass diese ungelösten Beziehungsprobleme nun über die materielle Ebene abgehandelt werden. Sei es, dass die Erblasser den Erben mit dem Testament bestimmen,
demütigen, bestrafen oder erziehen wollen. Sei es, dass sich die Erben mit ihrem Erbteil als zu wenig bedacht fühlen, also im Eigentlichen zu wenig geliebt, geschätzt und gesehen und verbittert um mehr streiten. Was passiert, wenn die Erben untereinander in eine solche Gier-, Neid-, Eifersuchtskonstellation geraten, ist wahrscheinlich jedem von Ihnen bestens bekannt. Der gesinnungsethische Überschwang nach dem Motto, bei uns wird es keine Konflikte geben, zerbricht meist bereits beim ersten Kontakt mit den ökonomischen Implikationen. Die Folgelasten eines reinen Gewissens, sprich der Verzicht aufs Erbe, werden umstandslos zurückgewiesen, wofür dann nun allerdings eine moralische Begründung gewählt wird. Ich habe mehr für Papa oder Mama getan als du. Papa wollte immer, dass das zu mir kommt und nicht zu dir. Um die Gier, Neid, Eifersucht auch für sich selbst unkenntlich zu machen, wird scheinbar rational argumentiert. Dass in Patchwork-Familien im Erbfall noch häufiger emotional abgerechnet und damit ums Erbe gestritten wird, ist naheliegend. Wie nimmt nun das Unglück seinen Lauf? Denn Erben ist zunächst einmal damit verbunden, dass man etwas geschenkt bekommt. Vertraut man der bereits zitierten Studie, wollen 90% aller älteren Erblasser ihren Nachkommen mit dem Erbe eine Freude machen. Schön, ne? Dazu, ich komme zu meiner zweiten These, wäre es allerdings nötig, dass der Erblasser, der Schenkende, in der Lage ist, zu mentalisieren. Das heißt, in diesem Fall sich korrekt vorstellen zu können, was dem Erben nun wirklich eine Freude macht. Mentalisieren ist der Prozess, durch den man eigenem und fremdem Verhalten eine intentionale Bedeutung zuschreibt. Also man erschließt Zustände in sich und anderen, zum Beispiel Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, Überzeugungen, Beweggründe des Handelns und versucht, die Intentionen dahinter zu begreifen. Ist jetzt diese Mentalisierungsfähigkeit beeinträchtigt, sind Personen nicht in der Lage, Wünsche, Gefühle, Bedürfnisse und deren Intentionen beim anderen Menschen korrekt einzuschätzen. Weshalb erzähle ich Ihnen das? Sind Kunstsammler, Galeristen, Kunsthändler und auch die Künstler selbst in ihrer Mentalisierungsfähigkeit eingeschränkt? Sie ahnen die Antwort. Hier ist die Verbindung zu meiner dritten These. Die eingeschränkte Mentalisierungsfähigkeit und Bereitschaft macht interpersonelle Beziehungen schwierig und ist ein Merkmal narzisstischer Persönlichkeitsakzentuierung. Diese Menschen imponieren und gewinnen mit ihrer strahlenden Anziehungskraft. Darüber hinaus gibt es aber auch weniger erfreuliche Eigenschaften dieser Persönlichkeiten, zähle auf, Geltungsbedürfnis, Selbstbezogenheit, Überheblichkeit, Suche nach Bewunderung, Anerkennung, Bestätigung, Erfolg, Geld, nach Besonderssein und nach Macht und Kontrolle über andere. Die Betroffenen brauchen diese narzisstischen Stabilisatoren, damit ihr Selbstsystem nicht zusammenbricht. Sie dienen letztendlich der Abwehr der Gefühle von Wertlosigkeit, Minderwertigkeit und Insuffizienz. Die Sammelleidenschaft selbst wird von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen der Psychologie mit dieser Bedrohtheit des Selbstwertgefühls in Zusammenhang gebracht. In diesem Sinne oder in diesem Kontext dient die Kunstsammlung dazu, den eigenen Wert zu stabilisieren. Das Sammeln von Objekten namhafter Künstler, am besten mit einer persönlichen Widmung auf dem Objekt, bietet die Möglichkeit, die eigene Größe hervorzuheben. Kunstsammeln steht also auch im Zusammenhang mit Imponier- und Rivalitätsgehabe, mit Gier und Neid. Allerdings, und das ist die Schwierigkeit, ist eine narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung letztendlich Voraussetzung, um zum besagten charismatischen Lenker überhaupt zu werden. Es geht um einen Subtyp des Narzissten, Akzentuierung, des High-Functioning Exhibitionistic Narcissistic Personality.
die sich durch Leistung und Konkurrenz stabilisiert. Also funktionieren super, sind so ein bisschen exhibitionistisch. Na gut. Schaut man nur in das bereits 2011 erschienene Heft der Zeitschrift Texte zur Kunst, das sich den Sammlern und Sammlerinnen von Kunst widmet, sind sehr deutliche Hinweise auf eine solche narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung vorhanden. Ich fasse zusammen. KünstlerInnen erheben den Anspruch auf Sichtbarkeit und bleibende Bedeutung. Der kunstaffine Lebensstil wird bewusst für die Öffentlichkeit inszeniert, beispielsweise und am besten mit eigenen Museen. Die Sammlung stellt Macht zur Schau, soll Bewunderung sichern und so der Geltungssucht Genüge tun. Es entsteht narzisstischer Gewinn durch die Verbreitung in der Öffentlichkeit. Im Erleben des Sammlers steht stattdessen die Liebe zur Kunst im Vordergrund, bei dem, der die Sammlung stiftet, vermeintlich philanthropische Motive. Beides erweist sich aus psychoanalytischer Perspektive großteils als Rationalisierung. Denn die narzisstischen Motive führen dazu, dass schon in Bezug auf die Nachwelt gesammelt wird, genauer gesagt bezogen auf den Nachruhm. Es geht bereits beim Sammeln um die künftige Öffentlichkeit, um Strategien bleibender Bedeutung und unsterblichen Ruhms. Eine für viele Sammler wichtige unbewusste Funktion des Sammelns besteht darin, dass sich das Sammeln gegen unbewusste Todesangst oder verleugnete Todesangst und gegen die eigene Vergänglichkeit richtet. Sammlungen machen unsterblich. Die Stiftung bietet also die Möglichkeit, unter dem Schirm des Prosozialen die eigenen narzisstischen Motive vermeintlich unerkannt in Szene zu setzen. Problem ist aber nun, dass die interpersonellen Beziehungen von narzisstischen Motiven geprägt sind. Der andere kann nicht als eigenständiges, autonomes Subjekt mit eigenem Wollen wahrgenommen werden. Stattdessen werden soziale Kontakte instrumentalisiert. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden als Mittel zur Selbstwerterhöhung und Stabilisierung eingesetzt. Macht und Kontrolle über andere dienen dazu, ein positives Selbstgefühl zu erreichen und zu bewahren. Dieses dysfunktionale Beziehungsmuster hat sich auch in der Biografie zwischen Erblasser und Erbe etabliert. Kinder von Narzissten werden in der Regel instrumentalisiert. Sie werden als Teil der eigenen Person erlebt. Das heißt, es kann nicht unterschieden werden zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes. Das Kind muss also nach den Vorstellungen des späteren Erblassers funktionieren und dient eigentlich ausschließlich dazu, seine Einzigartigkeit und Großartigkeit wiederzuspiegeln. Die dadurch in der Kindheit des Erben internalisierten problematischen Beziehungsmuster lassen sich vielleicht verkürzt so zusammenfassen. Mein autonomes Wollen, meine Individualität spielt in unserer Beziehung keine Rolle. Ich bin für dich nur etwas wert, wenn ich die gewünschte Leistung erbringe, mich von dir für deine Zwecke instrumentalisieren lasse, mich unterwerfe. Dieses Beziehungsmuster nun wird, wie gesagt, im Erbfall oder bei der Übergabe aktiviert und reinszeniert. Denn der Erblasser, also jener, der gibt, hat die Macht zu entscheiden, was geschieht. Und so kann er über die Art seiner Nachlassung Gestaltung zur Belebung des alten, dysfunktionalen Beziehungsmusters beitragen. Denn wer es gewohnt ist, seinen persönlichen Willen durchzusetzen, die Richtung zu bestimmen, der wird auf dieses Machtgefühl weder verzichten können noch wollen und hat Angst vor dem Loslassen. Es geht um, wie mir ein Anwalt gesagt hat, postmortale Tyrannei. Zitiere. Es geht um Begrenzungen der freien Verfügung über das Eigentum durch die Erben.
Bei der Stiftung wird die Kunstsammlung scheinbar ausschließlich aus steuerlichen Gründen dem Erben ganz entzogen. Das Erbe ist so nicht mehr ein wirkliches Geschenk. Es wird vielmehr zur Belastung, zur Verpflichtung oder zu einem sich unterwerfen müssen. Von zentraler Bedeutung ist ja nun wirklich die Frage, wie darf der Erbe mit der Kunstsammlung verfahren? Kann er mit ihr tun und lassen, was er will, oder muss er bestimmten Vorgaben und Handlungserwartungen entsprechen? Das heißt, muss er sich den Handlungserwartungen des Erblassers unterwerfen, um das Erbe überhaupt antreten zu dürfen? Schließt sich die Frage an, macht sich der Erblasser überhaupt Gedanken, wie sich das, was er vererbt und wie er es vererbt, seelisch bei den Erben auswirken könnte? Und macht er sich Gedanken darüber, welche Beschämung, Kränkung oder Demütigung es bei den Nichtbegünstigten hinterlassen könnte? Es geht also um die Themen Kontrolle seitens des Erblassers und Unterwerfung auf Seiten des Erben. Das führt zu meiner vierten These. Der Erblasser will die Kontrolle über den Tod hinaus beibehalten, was letztendlich die Unterwerfung des Erben erfordert. Kontrolle und Unterwerfung versteht man in der Neuropsychoanalyse als dysfunktionale Pole eines Grundbedürfnisses. Und zwar des Grundbedürfnisses, sich sowohl anleiten zu lassen, als auch andere anzuleiten. Die Integration dieser widersprüchlichen Strebungen, anleiten wollen, sich anleiten lassen, ist aufgrund früherer eigener Enttäuschungserfahrungen des Erblassers nicht gelungen. Der narzisstische Erblasser hat sich aufgrund dieser Erfahrung mehr oder weniger unbewusst für den Pol anleiten, bestimmen, beherrschen, also den Pol Kontrolle entschieden, der Macht voraussetzt. Es geht also im Kontakt mit anderen um einen Machtkampf mit allen Mitteln, um die Angst, sich selber unterwerfen zu müssen, bestimmt zu werden, zu bannen. Um diese Machtposition zu erlangen und zu sichern, wird scheinbar soziales und uneigennützig wirkendes Engagement eingesetzt. Dies wird besonders deutlich bei einer hier beliebten Argumentationsfigur. Man möchte mit der Stiftung etwas Nützliches und Gutes tun, der Gesellschaft als Ausdruck der Dankbarkeit für ein privilegiertes Leben etwas zurückgeben. Ich muss die Sammlung als kulturelles Gut erhalten, sie absichern und deshalb bis ins Detail regeln, wie mit ihr nach der Abgabe oder meinem Ableben umzugehen ist. Diese Argumente lassen sich hervorragend zur Rationalisierung von Macht benutzen. Der Erblasser offenbart nicht seine Vorbehalte und Zweifel, seine Vorurteile und sein Misstrauen bezogen auf den Erben, sondern verschanzt sich hinter abstrakten, gesellschaftlich legitimierten Rechtfertigungen. Der Machtanspruch demaskiert sich jedoch im Fall von Meinungsverschiedenheiten oder Auseinandersetzungen mit den zukünftigen Erben oder Nachfolgern. Denn die eigenen Regeln werden nicht problematisiert. Auch konstruktive Kritik oder Anregungen anderer werden als Angriff auf die eigene Position gedeutet. Das eigene Urteil und der eigene Führungsstil sind das Maß aller Dinge. In der Familie werden generationenübergreifende Regeln durchgesetzt und diese Machtausübung über das Argument der Fürsorglichkeit rationalisiert. Damit werden Gespräche zum Interessensausgleich unmöglich. Bestimmt der Erblasser oder vergleichbar auch der Künstler darüber, was mit seiner Sammlung oder seinem Nachlass passieren soll, lässt er dem Erben keinerlei Spielraum zur Entwicklung einer eigenen Umgangsweise mit dem Erben. Wenn der Erbe festgelegt wird auf die Rolle des Verwalters, Bewahrers oder des Bekanntmachers der Sammlung, heißt das implizit, dass er nicht zu einer eigenen Identität mit der Sammlung, dem Nachlass finden soll. Sie alle und ich auch kennen die Künstlerwitwen, Sie kennen die Menschen, die nur Sohn oder Tochter eines Künstler oder einer Künstlerin sind und man ein bisschen den Eindruck hat mit der eigenen Identität, das hat sich nicht so gut entwickeln können. Beim narzisstisch gefangenen Erblasser
kann es der Erbe nun aber nicht richtig machen. Widersetzt er sich den Beschränkungen durch den Erblasser, wird er enterbt oder entwertet, weil er den Erblasser nicht als Bestimmer bestätigt. Oder er gehorcht und wird deshalb entwertet, weil er sich unterwirft und eben kein Bestimmer ist wie der Erblasser selbst. Das macht die Ausweglosigkeit von beiden in diesem Szenario sehr deutlich. Und es macht auch deutlich, wie schwierig es das ist, dieses kommunikativ zu überwinden. Häufig kommt es zu einer zusätzlichen paradoxen Erwartung, die eine problematische Dynamik wiederum auslöst, an den Nachfolger. Auf der einen Seite imponiert die Angst des Erblassers, der Nachfolger könne versagen. Auf der anderen Seite steht die Angst, der Nachfolger könne ihn, den charismatischen Lenker, übertrumpfen. In beiden Fällen käme es zur Enttäuschung über den Nachfolger. Denn sowohl mit dem Versagen wie mit dem Überflügeln lässt er sich nicht zum narzisstischen Selbstobjekt machen. Versagt der Nachfolger, wird sich von ihm getrennt oder er wird so weit als möglich vom Erbe ausgeschlossen oder von der Nachfolge ausgeschlossen. Droht der Nachfolger für den Geschmack, im Eigentlichen für den narzisstischen Selbstwert des Erblassers zu fähig zu werden, entsteht Wut, die zur Entwertung, aber oft auch zur unbewussten Blockierung des Erben oder Nachfolgers führt und der somit zum Scheitern gebracht wird. Bewusst soll an den Erben bzw. den Nachfolger übergeben werden. Zugleich kann aber der Erblasser nicht loslassen, weil ohne Macht und Kontrolle zu sein nicht ausgehalten werden kann. Will der Nachfolger in diesem Unterwerfungsverhältnis weder seelisch beschädigt werden noch scheitern, muss er sich aus dieser rivalisierenden Verstrickung lösen. Auch hier bleibt der Weg des Verzichts, der Trennung oder des beherzten Vatermords, symbolisch natürlich nur. Das heißt, auch bei den Erben geht es ums Loslassen. Solange die Erben damit beschäftigt bleiben, ob sie genug oder das Richtige bekommen haben, ob sie übervorteilt oder betrogen wurden, oder ob das Erbe zeigt, dass sie zu wenig wertgeschätzt oder geliebt wurden, sie bleiben damit an den enttäuschenden Erblasser gebunden und finden nicht zu wirklicher Individualität und Autonomie dem Erbe gegenüber. Die Verstrickung engt ein, fokussiert das Leben oft über Jahre, also wenn man Fallbeispiele liest, dann geht es manchmal über Generationen, also engt das Leben ein oder fokussiert auf die Rücknahme der mit dem Erbe verbundenen Handlungsanforderungen. Befreundeter Anwalt hat mir eine sehr interessante Ehegeschichte dazu erzählt, vielleicht später auf dem Podium. Also diejenigen, die Erbungerechtigkeiten gut überstehen, zeichnen sich in ihrer Biografie durch eine gelungene Loslösung und Individuation aus. Sie können sich sagen, ich brauche das Erbe nicht, ich brauche den Nachlass nicht, ich kann es allein. Ich kann mich auf meine Selbstwirksamkeit verlassen und loslassen und ich verzichte dadurch auf ein zähes Ringen um das Erbe. Zur Vermeidung von Konflikten, sprich zur Entschärfung des Sprengstoffs, wird immer, haben Sie ja auch schon empfohlen, Herr Klinkner, die klare Kommunikation in der Familie und erweiterten Familie empfohlen. Also das Testament nicht als Monolog, sondern als Dialog. Interessant ist, dass dies zwar scheinbar zustimmend zur Kenntnis genommen wird, aber dann doch ignoriert wird. Nur in gut einem Drittel aller Fälle wird unter allen Beteiligten offen gesprochen und das, obwohl 90% aller Erblasser sagen, es ist ihnen besonders wichtig, dass es kein Streit ums Erbe geben wird. Kein Erbe um Streit, auch nicht schlecht. Sicher hat die fehlende Kommunikation miteinander auch damit zu tun, dass befürchtet wird, dass man den Konflikt, den Streit schon vor dem Ableben hat und das vielleicht sogar darin gipfelt, dass der Nachkomme sich abwendet. Das kann sein, für eine Zeit. Aber dennoch, Partizipation im Sinne von kontinuierlicher Beteiligung
So, die Ergebnisse empirischer Studien aus der Arbeits- und Organisationspsychologie helfen weiter. Sich zu Themen äußern zu können, wird selbst dann wirksam, wenn klar ist, dass die Stellungnahme keinen Einfluss auf den Entscheider hat. Das heißt, die Erben müssen Stellung nehmen können. Wenn es aber bei dem Erblasser darum geht, seinen Willen auch gegen das von ihm vermutete oder sogar das ihm bekannte Widerstreben des Erben durchzusetzen, ist ein Gespräch nicht möglich oder sogar kontraindiziert. Es geht dann um das Erleben und Ausüben von Macht, was natürlich nicht eingestanden wird. Hier ist man schnell wieder bei dem narzisstischen Motiv. Dem Erblasser geht es zumindest im Moment der Machtausübung um niemanden außer sich und um die anderen nur insoweit, als sie seinen Bedürfnissen dienen. Oft gelingt der nötige Dialog ohne professionelle Unterstützung nicht. Diese wird häufig spät oder gar nicht gesucht, weil für den narzisstisch akzentuierten Erblasser schlicht unvorstellbar ist, dass ein anderer die zwischenmenschlichen Probleme lösen kann. Denn wenn sie lösbar wären, hätte er sie doch schon gelöst. Diese Überlegungen sind die Grundlage meiner fünften These. Sowohl die Übertragung problematischer Beziehungsmuster der Kindheit ins Hier und Jetzt, der Erb- und Übernahmesituation, als auch die narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung des Erblassers führen zu speziellen Problemen bei der Unterstützung des Dialogs durch externe professionelle Berater. Gleichgültig, welche theoretische Ausrichtung solche Beratungsangebote auch immer haben, letztendlich kann man es herunterbrechen, dass es alles Programme sind, die dazu beitragen sollen, die Mentalisierungsfähigkeit und Bereitschaft zu steigern oder überhaupt erst zu entwickeln. Aber statt sich nun in den anderen hineinzuversetzen, bezogen auf seine Gefühlslage, seine Gedanken, seine Vorstellungen, Bedürfnisse oder Wünsche, und sich damit zu beschäftigen, wie die zustande gekommen sind, passiert in der Regel etwas anderes. Narzisstisch akzentuierte Erblasser äußern im Gespräch häufig: Ich weiß genau, was Sie denken. Ich weiß genau, was Sie fühlen. Sie können, also die narzisstisch akzentuierten, sie können nur mit allergrößter Mühe und durch intensives Einwirken des Beraters eine andere Perspektive einnehmen. Da alles Problematische zur Entlastung der eigenen Psyche nach außen projiziert wird, geht es in den Beratungsprozessen meist erst einmal grundsätzlich darum, dass anerkannt wird, dass der Erblasser überhaupt Teil des Problems ist. Da Erblasser und Erben sich auch dann mit ihren verpönten und unlustmachenden Gefühlen und Vorstellungen auseinandersetzen müssten, werden bedauerlicherweise erneut die vertrauten Abwehrmechanismen eingesetzt. Es erweist sich aber immer als problematisch, wenn Vorbehalte, Zweifel, Vorurteile und Misstrauen, die meist von beiden Seiten vorhanden sind, bei Erb- oder Nachfolgeregelungen ausgeklammert werden. Zur Lösung werden hohe Anforderungen an den Berater gestellt, der in der Regel selbst spezifische Probleme bei der Beratung von narzisstisch akzentuierten Menschen hat. Literatur ist gefüllt davon, was im Berater entsteht, wenn er in so einer Konstellation ist, aber das führt hier zu weit. Deshalb schließe mit dem Fazit: Um den Generationenübergang auch bei Kunst zum Gelingen zu bringen, muss die Position des Gegenübers, also auch der Erbe, den Erblasser, wirklich verstanden werden und die menschlichen Probleme müssen diskursiv verhandelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir machen gleich weiter im Programm. Es ist ja ein Tag der Extreme, so hast du es angekündigt. Und wir wollen ja jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Sammler gerade zu Straftäter sind. Oder wir müssen davon ausgehen, da wir den Tag bislang hier friedlich verbracht haben miteinander, sind wir alle nicht betroffen.
Oder man könnte auch sagen, Gott sei Dank ist es hier nicht zwischendurch zu einem Erbfall gekommen. Wer weiß, wie die Veranstaltung geendet wäre. Sie geht jetzt weiter und ich freue mich sehr, dass Sasa Hanten-Schmidt, dich brauche ich jetzt nicht mehr vorstellen, dass du in Dialog trittst mit Professor Dr. Falkenberg. Herr Professor, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Auch wenn ich Sie eigentlich gar nicht vorstellen muss hier, möchte ich es trotzdem machen. Herr Professor Falkenberg, Sie haben eine der renommiertesten Sammlungen in Deutschland und ich darf das sagen, waren fast ein spätberufener Sammler, der aber derartig durchgestartet ist und schon sehr früh sein eigenes Sammlermuseum, es war geradezu ein Undercover-Museum in Hamburg gegründet, ich darf das mal so sagen, aber mit weltweitem Ruhm begründet hat. Heute haben Sie eine einmalige Sammlung mit einem wunderbaren Museum, Showroom, der auch das ganze Archiv offen legt in Hamburg-Harburg mit über 4000 Quadratmetern. Wirklich ein Leuchtturmprojekt. Leuchtturmartig ist auch wirklich Ihr Engagement um die Kunst. Sie sind gelernter Jurist und setzen Ihre Kenntnis, Ihr Engagement auch für viele andere ein. Sie haben vor einigen Jahren den Kunstsammlerverein gegründet, der sich für die Interessen der Kunst, der Sammler, der Künstler einsetzt, damit zu einem natürlichen Widerpart des Kulturgüterschutzgesetzes geworden sind, sich da sehr stark eingesetzt haben. Sie haben morgen Ihre Tagung hier auf der Messe. Ich freue mich sehr, dass Sie in Dialog treten mit Sasa Hanten-Schmidt. Darf ich dir das überreichen? Hier liegt auch eins. Also, hier wird erstmal zurecht. Nein, ich folge nur Anweisungen. Okay. Wunderbar. Ja. Harald, in der Pause wurde ich angesprochen von Sachverständigen. Die sagten, sie wünschten sich, sie hätten mit solchen Leuten wie mit dir zu tun. Sie haben in 99% der Fälle mit Sammlungen zu tun, wo nichts zu holen ist. Und sie sind immer die, die Enttäuscher sind und fühlen sich im Grunde wie Heiratsschwindler, die ankommen und ein Wertgutachten machen sollen, aber dabei gibt es gar keine Werte, die zu finden wären. Dich trotzdem exemplarisch auf die Bühne zu setzen als Sammler, habe ich deswegen gemacht, weil du, das ist für Kölner völlig unverständlich, als Hamburger niemals halbe Sachen machst. Und diese Spätberufenheit als Sammler, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber also mir kommt so vor, als wäre es erst vor kurzem gewesen, dass du das angefangen hast. Aber deine Sammlung hat viele Assets, die wir heute hier gestreift haben, die andere nicht haben, was dich zu einem nach unseren Maßstäben erfolgreichen, hypererfolgreichen Sammler macht. Zum Beispiel hast du deinen Laden in Ordnung. Der Markus hat es eben berichtet, das Museum, von dem er sprach, ist den Deichtorhallen angegliedert. Also du hast kein eigenes Museum aufgemacht, sondern es ist einem bedeutenden staatlichen Museum, wie würdest du das nennen, angegliedert, eingebunden in diese Struktur. Ja, in einem langfristigen Vertrag. Und wird professionell von denen geführt, also auch die Ausstellung? Ich habe da so in gewisser Weise gar nichts mit zu tun, denn ich bin der Meinung, auch als Jurist, auch als Unternehmer, dass man irgendwann auch mal seine Sache loslassen muss, ja, und sich davon in gewisser Weise trennen muss. Das ist, wer glaubt, dass man Machtverhältnisse perpetuieren kann, der wird schon, wenn er aus der Praxis der Juristerei kommt, sehr schnell dahin kommen, dass das spätestens in der dritten Generation endet. Ja. Und also so sagt man wenigstens. Und das gilt für die Kunst genauso und das müssen andere Leute weitermachen. Weil ich habe in meinem Leben eigentlich, wenn ich da mal so drüber nachdenke,
4 oder 5 größere Abschnitte gehabt, die alle 25 bis 30 Jahre alt waren, teilweise nicht parallel, denn sonst würde ich ja schon über 100 sein, aber so rechnen geht auch noch bei mir. Also, und ich hatte immer das Gefühl, man fängt etwas an, aber man muss auch sich im Klaren sein, dass es auch wieder endet. Das war hier vorhin schon mal. Und ich habe sozusagen einige, in Anführungsstriche, Tode in meinem Leben erlangt und man muss sich dem realistisch stellen. Das ist mindestens mein Ansatz. Es wurde vorhin ja auch schon gesagt, irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube von Ihnen, Herr Van Ham, dass man irgendwann mal vielleicht auch seine Aufgabe getan hat und das muss man dann auch einsehen. Also ich habe deswegen schon fast als ich anfing gesagt, dass ich auf jeden Fall nicht möchte, dass die Sammlung als Monument über Generationen weitergetragen wird, sondern jeder sieht Kunst anders. Ich habe einen sehr speziellen Blick darauf gehabt und jetzt hat der Direktor der Deichtorhallen den Blick. Ich muss mich gar nicht mit ihm verabreden oder so. Fragt mich ab und zu mal, ob ich eine Ausstellungsidee habe, aber ich gehe zu den Eröffnungen dahin, ohne mich da irgendwie vorher noch mal befasst zu haben, komme als Besucher dann dahin. Ja? Und das ist für mich wichtig. Ja? Also im Grunde bist du ein Best-Practice-Beispiel, den Probebetrieb laufen zu lassen, das als Dauerleihgabe. Ich übergebe auch Leihgaben und so. Das machen die auch alles alleine. Ja. Also ich habe einfach die Sache an andere abgegeben. Mhm. Ja? Und es bleibt dann am Ende noch das Vererbungsproblem. Ja, dieser Diskurs läuft seit wann? Weil sie es leihweise bekommen haben, ja. Sowohl meine Räume als auch die Sammlung. Erstmal bis 2023, ich bin jetzt 75, kann also mal nachrechnen. So, und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Ja? Es steht auch zur Diskussion, dass ich die Sammlung der Stadt übertrage. Das wird diskutiert. Allerdings schon so ähnlich, Sie haben ja auch so einen Fall, ich glaube, der Herr Speck, der kommt doch aus Köln, nicht? Ja. Der, glaube ich, auch 15 Jahre mit dem Ludwig-Museum diskutiert hat, bis er dann an einige Privatsammler das verkaufte oder dann irgendwann mal genug hatte davon, was er übrigens heute bereut, wie ich weiß. Aber so sehe ich das eben. Und das eine oder andere ist eine vernünftige Lösung. Ja? Und das hat allerdings natürlich steuerliche Auswirkungen, da haben wir schon was gehört. Wenn man also wenn man etwas verschenkt jetzt und das jetzt macht, wenn ich mal auf diesen Paragraph 13, der hier schon interpretiert wurde, schaue, dann kriege ich ja vielleicht eine Steuerbefreiung, Gutschrift oder so, wie heißt das Ding da? Also dass ich steuerlich was absetzen kann. Allerdings, in Deutschland ist das ja nicht besonders günstig geregelt. Man darf nur 20% seines Einkommens überhaupt steuerlich absetzen. Da ich jetzt ja schon pensioniert bin, nützt mir das praktisch gar nichts. Kann ja auch ohne diese Steuerbegünstigung auskommen. Nicht? Also das ist auch mal so eine Rechnung. Wenn ich den Kindern und meiner Lebenspartnerin das überlasse und ich setze diesen Paragraph 13 ein, das ist eine völlig andere Sache. Dann kann man unter Umständen dahin kommen, dass keine Erbschaftssteuer oder keine Schenkungssteuer anfällt, je nachdem, welchen Weg man wählt. Ja? In Hamburg gibt es zum Glück dieses Gesetz mit dem Denkmalschutz. Das gibt es nicht in allen Ländern in Deutschland. Ich glaube, es sind nur 5 Länder, die diese eine Vorratsdeckung klein A für die restlichen 20% haben. Also, das wird man sehen, aber dann kommt man wieder in die ganzen Fragen rein, wenn Sie die Paragraph 13 anwenden wollen. Ich neige sehr dazu, dass man das jetzt als Schenkung macht bereits, also dass man nicht, wartet, bis man tot ist. Meine Vorfahren sind meistens über 90 Jahre alt geworden, dann sind also noch 15 Jahre dahin, nicht? Und dann geht das
Da müssen die ganzen schwierigen Bewertungen gemacht werden. Das ist, glaube ich, das Schwierigste an dieser Lösung, Paragraph 13. Und dann, der Rest ist dann mechanische Abrechnung. Aber dann gibt es natürlich für die Kinder, wenn sie vorher zu Erben eingesetzt hat, zum Beispiel zu gleichen Teilen, ich neige immer zu der Lösung, dass sich und man das dann nicht zugeteilt hat, da gibt es diese zum Teil fürchterlichen Auseinandersetzungen bei einer Erbauseinandersetzung. Wenn man das vorher eingeteilt hat, dann können sich die Werte völlig verschoben haben. In dem Fall, das wird ja dann der Wert berechnet zum Erbfall. Und wenn ich dann tatsächlich über 90 werden sollte, dann kommen meine Kinder meine Erben in die günstige Situation, dass sie mit 65 und 67 das antreten. Vielleicht dauert es noch ein bisschen länger mit den Bewertungen und den ganzen Abregeln. Und dann müssen sie noch mal 10 Jahre warten. Ja, das ist die schöne Konsequenz von Paragraph 13 Erbschaftssteuergesetz, wie wir sie vorhin gehört haben. Deswegen spricht viel davon, damit man die Zeit für die Erben auch ein bisschen verkürzt, ja, und die nicht nochmal mit 67 bis 77 warten müssen, ja, um in den vollen Genuss dieser Sache zu kommen. Dann spricht viel dafür, das jetzt zu machen als eine Schenkung, ja, und dann ist diese 10 Jahre können übrigens sehr schwierig werden, weil möglicherweise bei einer großen Sammlung, und meine, es ist eine relativ große Sammlung, die Erben dann bis zu 300.000, 400.000 Euro im Jahr aufbringen müssen, netto, um überhaupt die 10 Jahre durchzuhalten. Sonst müssen sie wieder einzelne Arbeiten verkaufen, wo die Vergünstigung dann wegfällt. Also es ist alles ein ganz kompliziertes Geschäft. Und wenn man jetzt einfach sagt, gut, nach mir die Sintflut, die sollen selbst damit fertig werden, ich sterbe und bin nicht besonders christlich, gebe ich zu, an Atheismus würde mir da helfen. Aber günstig ist die Lösung eigentlich nicht. Das wäre wirklich zum Nachdenken, ob man das nicht jetzt macht und ich diese Lasten, die dann auftreten, dann in den 10 Jahren auch selber trage, letzten Endes. Also mit einem Schenkungsvertrag. Mit Auflagen natürlich. Ich finde es gut, dass ich dich gar nichts fragen muss, denn er... Achso, Entschuldigung bitte. Ja. Ja, du hast schon eine komplexe Frage gestellt. Und dann habe ich ja noch hier den anderen... Du machst das wunderbar. Ich akzentuiere es nur nochmal, ja? Dass er alles genau das akzentuiert, alles das genau gemacht hat, was Best Practice-mäßig so erwartet wird aus dem Podiumskreis. Also diskursiv die Sache angehen, aushandeln, sowohl nach hinten mit den möglichen Erben als auch nach draußen, wo die Sammlung so ist, dass man sie nicht ignorieren kann, wo sie so bedeutend ist, dass sie an ein öffentliches Haus gehört, dass man sagt, wollen meine Kinder diese Betriebskosten bezahlen, können die das überhaupt? Wenn wir die Paragraph 13 Lösung nehmen, ja. Wenn ich das jetzt verschenken würde oder was weiß ich, oder verkaufen würde teilweise als gemischte Schenkung, dann wäre ja Geld da und dann müsste das ganz normal versteuert werden mit dem Verkehrswert am Ende des Tages. Also das ist jetzt eine sehr juristische Diskussion. Das würde allerdings die ganzen Probleme beheben, weil dann entweder Immobilien da sind oder Aktien oder so. Und wenigstens in unserer Familie haben wir uns in solchen Fällen innerhalb von 2 Stunden geeinigt, alle Kinder. Das ist das Einfachste in der Verteilung. Also man kann durch diese Lösung eine mit ziemlichen Schwierigkeiten für diese Fragen, die hier angeredet sind, die Streitsituation, Paragraph 13 ist in der Beziehung nicht so ideal. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen würden. Auf jeden Fall ist es einfacher, wenn Sie nicht Kunst erben. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich hatte schon von vornherein immer gesagt, manche glauben mir das, Sie haben es gehört, dass ich erstens, wenn ich das an den Start gebe, das ist ja experimentelle junge Kunst, dass ich erstens sie Arbeiten von mir verkaufen dürfen, um andere Arbeiten zu haben. Denn junge Kunst muss ausgewechselt werden. Und zweitens habe ich gesagt, ich möchte, dass mein Name nicht erscheint. Also nur mal ein paar Varianten zu dem, was Sie gesagt haben. Außerdem wissen Sie gar nicht genau, wie die Kinder eigentlich sind. Das fehlte bei Ihrer, nicht? Kann das denn vielleicht ab und zu auch mal an den Kindern liegen? Naja, da, nicht. Also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich meine, die Frage ist ja erlaubt. Ich kann nur sagen,
Eins ist klar, das Beste ist und das Richtigste ist, dass man mit den Kindern darüber spricht, wie man es machen will und ob die damit einverstanden ist. Das ging bei meinen 4 Kindern so, dass 3 sagten, Vati, wenn du das verschenkst, mach es doch, wie du willst, da sind wir voll mit einverstanden. Und die vierte sagte, ich will da deine Pflichtteil haben. Ich dachte, pass mal auf, ich kann doch noch eine Stiftung draus machen oder dann setze ich dich so ein, dass der Pflichtteil gerade überschritten wird. Schwierig, weil man wenn erster Wert in 15 Jahren festgestellt oder wenn ich dann sterbe, festgestellt wird. Das spricht sehr für die Satzung. Also, ich glaube, Sie ahnen ungefähr, was damit verbunden ist. Können wir das Thema vielleicht mal wechseln. Ja. Aber ich möchte noch aber ich meine, eins steht fest, das natürlich gilt für eine Erbauseinandersetzung ganz generell. Und das wurde ja auch verschiedentlich gesagt heute. Man muss auf jeden Fall versuchen, mit den Erben zusammen eine Lösung finden. Also jetzt nicht, dass das erst nach dem Tode anfängt. Das ist in gewisser Weise fahrlässig. Wenigstens, wenn so schwierige Sachen wie Kunst auf dem Spiel stehen. Ja. Du sprichst ein wichtiges Thema an, wann fängt man an, über den Übergang nachzudenken. Jetzt finde ich eine sehr gute Antwort. Also gehen Sie nach Hause, fangen Sie sofort an. Und ein anderes Thema, was mich an deiner Sammlung wahnsinnig beeindruckt hat, das trifft auch ein bisschen den Vortrag von dem Michael Holz, wie man so sein soziales Umfeld strukturiert, sage ich jetzt mal ein bisschen als Überbegriff. Der Harald Falkenberg hat seinen Laden in Ordnung. Also sein Bestand ist erfasst. Das ist eine Auswahlentscheidung gewesen, die hier sitzt. Die Larissa, seine Frau, ist eine Kuratorin der Sammlung aller erster Spitzenklasse, wie ich das nirgendwo sonst bisher erlebt habe, egal welche Bedeutung von Sammlung, klein, groß, egal. Und das macht natürlich auch alles einfach. Jede Verhandlung, die der Harald in den letzten 15 Jahren geführt hat, geht ja auch zurück auf eine bestimmte Papierform. Und wenn man sagt, ich habe die Sammlung im Herzen oder auf Karteikarten von 1978, hat man eben ein Problem, wenn man sagen will, so wie der Thorsten Klinkner das sagt, alles kommt auf den Tisch. Alle kommen an einen Tisch, kommen zusammen und überlegen. Wenn man aber nichts hat, worüber man reden kann, sondern nur irrationale Wertvorstellungen, jetzt sind wir wieder beim Herrn Weckert, die rauf und runter gehen, weil man keine rechte Ahnung hat davon, was in dieser Sammlung eigentlich enthalten ist. Also ich habe ja nicht. Das sieht bei dir anders aus. Ja, gut, aber dadurch, dass man es gut festhält, sind ja diese Bewertungsfragen nicht gelöst. Ja? Nein. Es ist eben so, dass Kunst in der Bewertung so schwankt. Ja? Ich habe vor Jahren mal einen schönen Aufsatz geschrieben, Retro-Avantgarde im Vormarsch. Ja? Nicht, das ist fast wie Popmusik oder wie Mode, dass man immer wieder weiter runterdeklidiert, bis man wieder oben anfängt. Also die Bewertung ist wirklich schwierig und da habe ich mich auch gar keine Lust drüber nachzudenken. Und dann wird immer Leidenschaft bei mir gesagt. Ich bin ein völlig leidenschaftsloser Sammler, um es gleich zu sagen. Im Gegenteil, ich hasse zu einem gewissen Grade Kunst. Ja, ja, das glaubt keiner. Ich bin, um es mal klar zu sagen, das war auch die Frage der Qualitätsmerkmal, die vorhin da ja sehr schön beschrieben wurde. Ich fühle mich als Historiker und nicht als Kunstliebhaber. Und als Historiker bin ich durch eine reine Kneipenbekanntschaft zu Büttner und Kippenberger gestoßen und Öhlen. Und der Büttner, ich wollte nur mal die Zufälle schildern, saß da traurig an der Bar und ich sagte, was ist denn hier los? Ja, sagt er, meine Frau hat mich gerade rausgeschmissen, aus gutem Grunde übrigens. Aber nicht, und da dachte ich, was soll ich machen? Ich sagte, du kannst zu mir nach Hause kommen, ich habe da so eine kleine Wohnung. Kannst du dir was ein bisschen überlegen? Diese Überlegung dauerte 2,5 Jahre. Und schließlich fragte er mich, ob ich die Scheidungskosten übernehmen könnte. Ich sage, ja gut, überleg dir mal, was wollen wir denn machen? Ja, sagte er, meine 2 Kollegen, da Albert Oehlen und Kippenberger, wir haben immer sehr gute Arbeiten ausgetauscht. Das war eine Zeit, da kosteten die allerdings 2000 D-Mark oder so. Nicht? Das nicht, war damals viel Geld. Das war 94. Viel Geld war es nicht, aber es war eine der tiefen Krise des Kunstmarktes, die fast 10 Jahre andauerte.
Das gibt es, solche Zeiten gibt es. Die werden vielleicht auch wiederkommen. Können wir nochmal über den Markt reden, das war auch interessant. Aber dann habe ich gesagt, gut, dann gibt mir noch ein paar Arbeiten aus deiner Sammlung. Ja, dann habe ich das so hochgerechnet mit Entscheidungskosten und diesen geringen Einsätzen. Und da habe ich, glaube ich, 14 oder 18 Arbeiten bekommen von Kippenberger und Öhlen und Büttner. So ist es angefangen. Und dann hat er mich da ein bisschen beraten und hat gesagt, wir sind ja von der Counterculture, nicht? Unsere, also es war die rebellische Jugend, diese Gruppe, die mit viel Ironie und Zynik und allem Möglichen das alles aufzog. Ich dachte, das ist ja ein interessantes Thema. Und da fängt es mit der Historie an. Und dann sagt er, mach bloß nicht das, was alle anderen machen. Dann sage ich, das fällt mir nicht schwer, weil mir dieses, das ging ja auch in der Richtung, das war ja Bad Painting. Je schlechter eine Arbeit war, desto besser war sie im Sinne dieser jungen Rebellen. Nicht, diese schöne Kunst, die kommt ja aus der sogenannten Repräsentationskunst über Jahrhunderte, wo die Kirche und die Herrscher und schließlich die Großbourgeoisie sich ganz besonders gut und schön und mächtig darstellen wollen. Also das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt. Und wie soll man eigentlich über Bad Painting begeistert sein? Ich möchte, das kriege ich nicht mit in meinen Kopf. Ich habe versucht, ohne dass ich an Werte gedacht habe, habe versucht, Arbeiten zu erwerben, die einen bestimmten Zeitgeist trafen. Das war mein Qualitätsmerkmal. Nicht aber Schönheit. Das war geradezu verpönt. Nicht? Das war der Hass der 60er und 70er Jahre auf diese sogenannte Repräsentationskunst, wo es da um die Schönheit ging. Ja. Das Gute, Wahre und Schöne, wie es immer so schön hieß. Ja? Nicht, also darauf wurzeln mein. Und das, diese Sammlung, weil da Büttner und Öhlenmehl und so sagten, das mussten wir, diese Counterculture, also dieses Rebellentum, das gibt es nicht nur in Deutschland, in Köln war sie hier sehr, war ein Ausgangspunkt für diese Kunst. Nicht? Nein, das gibt es genauso in den USA und es gibt es in Österreich mit den Wiener Aktionisten und so weiter. Und dann sage ich, das ist eine gute Idee und dann habe ich auf deren Idee, habe ich dann, aber selbstständig weitgehend, also rebellische Kunst, jugendliche rebellische Kunst, gegen die Gesellschaft gerichtet, aus der ganzen Welt gesammelt. Und aus dieser komischen Sammlung, das sind heute alles Topstars. Ja. Also dass meine Sammlung so viel wert ist, da konnte ich wirklich nichts für. Das war reiner Zufall, wenn man so will. Ja. Genauso wie die Kneipenbekanntschaften mit Büttner. Mit Büttner, ja. Und jetzt geht es und dieses anders wunderbare Fest der Ehescheidung, ja, worauf alles basierte. Ja. Und jetzt geht es anders rebellisch weiter in deinem Leben. Ich bin schon sehr gespannt auf die Veranstaltung morgen von Kunstsammler e.V. Also jetzt, wo diese aktive Sammlungszeit in einen transformatorischen Prozess übergegangen ist, hat sich der Harald jetzt, er hat sich andere Hassobjekte gesucht, außer der Kunst. Und jetzt geht es also politisch weiter. Das ist Bad Government, was wir jetzt genau, haben. Genau, jetzt ist Bad Government angesagt. Mein Respekt vor deiner politischen Traute, vor deinem Engagement jetzt. Ja. Und ich hoffe, du stehst jetzt gleich noch, wir steuern hart auf eine nächste Kaffeepause zu, für Fragen bereit, sodass meine sachverständigen Kollegen. Also, ich will über das Kulturgutschutzgesetz nicht zu lange reden. Es kommt noch viel Schrecklicheres auf uns zu. Auch noch eine EU-Einfuhrverordnung, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen stattfindet. Es ist ein einziges Bürokratiemonster. Ja. Und wenn man irgendwie mal Kunst irgendwas mit was zu tun hat, dann war es für mich mit der Freiheit. Wenn ich ein Sammler bin, dann sammle ich nicht wegen der wichtigen Arbeiten. Ich habe in erster Linie diesen freien Umgang mit anderen Sammlern. Ich habe diese in einem Aufsatz mal diese Typen genannt, Sammler. Ja? Ja. Nicht also, die nicht die Kunstwerke sammeln, die habe ich nie das Gefühl gehabt, dass die mir gehören. Wenn ein anderer da rangeht, dann sieht die völlig anders, diese Arbeiten. So, und aber diese, das war eine gewisse Freiheit, mich mit solchen Künstlern auseinanderzusetzen und mit anderen etwa gleichdenkenden Menschen. Das war mein Impetus, auch die Arbeit zu machen. Und dann, wie gesagt, ich habe lange als Historiker gearbeitet, mindestens 3 Jahre. Und darum habe ich das so verstanden, als eine Art Gesellschaftsbeobachtung. So, das war eigentlich alles. Ja. Und darum war das, wenn man so will, auch eine nüchterne
aber auch eine sehr liberale Haltung. Und die geht jetzt aufgrund dieses Kulturgutschutzgesetzes völlig verloren. Nur weil eine Frau Monika Grütters merkt, sie könnte jetzt Wähler werben und sich selbst als Persönlichkeit, werden alle möglichen Einschränkungen gemacht. Nicht? Und Kunst war ja, wenn ich mal den berühmten Kooning zitiere, der immer der genervt war, weil jeder fragte, warum er nun eigentlich malt und so weiter. Und er hat einfach immer dieselbe Antwort gegeben, it's all about freedom. Und ich glaube, das ist ein entscheidender, also wenigstens mein Ansatz gewesen, so möchte ich das mal nennen. Und nicht irgendwelche ästhetischen anderen Gesichtspunkte. Na dann, also morgen ab 10 Uhr die Kunst. Naja, nun, also das wird wirklich dramatisch, aber also ich kann ja auch, wenn soll ich noch ein letztes Wort sagen? Ja, bitte. Ja, also natürlich sitzen wir hier auch, na zwei, ich zitiere mal zwei Sachen, die ich immer gerne zitiere. Einmal Oscar Wilde, weil wir hier so viel über Leidenschaft gesprochen haben und Enthusiasmus. Und da zitiere ich immer gerne Oscar Wilde, der sagte, als ich ganz jung war, dachte ich, es geht im Leben nur um Geld. Ja? Und heute bin ich alt und ich habe wirklich recht gehabt. Ja. So, das war Oscar Wilde. Und so einen anderen, Sie kennen ja natürlich den Erwin Panofsky, einen berühmten Kunsthistoriker, der sagt aber über die Hamburger, dazu gehöre ich ja, wenn ein Hamburger die Wahl hat zwischen dem Paradies und einem Vortrag über das Paradies, wird er immer den Vortrag wählen. Dankeschön. Ja. Kaffeepause.